Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. In einem meiner vergangenen Videos habe ich hier auf dem Tisch die neue ESX DSP-Endstufe gehabt und hatte da meine Breitbänder angeschlossen. Und da ist ja quasi an der Endstufe sind die normalen Kabel, die rauskommen, und meine Breitbänder haben Kabel. Und da hatte ich ein Verbindungselement zwischen. Und zwar hatte ich da genau dieses Verbindungselement zwischen. Das ist etwas 3D gedrucktes mal wieder. Und da hängen Vago-Klemmen drin. Aber eine, ja, so neu sind die nicht, aber trotzdem eine noch relativ unbekannte Art an Vago-Klemmen. Und wofür benutze ich die? Ist ganz einfach. Ich habe in der Regel wechsle ich schon ab und zu mal Sachen im Auto. Das heißt, da kommt mal eine neue Endstufe rein, da kommen mal irgendwie andere Lautsprecher rein oder ich baue noch irgendwie was im Kofferraum um oder sonst irgendwie was. Das heißt, ich will mich nicht unbedingt auf eine Kabelverlegart Befestigung verlassen, weil also es geht bei mir halt einfach nicht ein Kabel von vorne vom Lautsprecher bis nach hinten in die Endstufe rein. Weil wenn ich dann halt irgendwie was tauschen will oder was ändern will oder irgendwas umklemmen will, dann funktioniert das halt nicht. Und deswegen habe ich halt hier diese Vago-Klemmleiste 3D gedruckt. Und die gucken wir uns einmal an. Was sind das überhaupt für Vago-Klemmen, die hier drauf sind? Was können die? Wofür brauche ich die? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Und auch die Modelle stelle ich euch nachher vor. Also. Die klassischen Vago 211412 Klemmen dürften den meisten von euch bekannt sein. Das sind so wunderschöne Federklemmen. Das kann man so aufmachen. Dann kann man hier Adachchen reinstecken. Dann kann man es wieder zuklipsen. Das wird halt quasi mit einer Feder runtergedrückt. Die sind super, die funktionieren klasse. Und die nutze ich auch sehr gerne im Auto. Und zu dieser gibt es jetzt auch etwas Neues. Ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist, aber es gibt jetzt halt auch diese Durchgangsklemme von Vago. Das ist quasi genau das gleiche. Das ist eine Vago 221 mit der Weiterbezeichnung 2411. Und ja, was ist das? Das ist eigentlich im Endeffekt genau das gleiche wie das hier. Nur, dass das halt jetzt nicht in eine Seite rausguckt, sondern quasi hier reingeht und da rausgeht oder andersrum. Das heißt, auch hier haben wir zwei Federmechanismen, wo wir Adern reinstecken können. Das Coole an diesen Klemmen ist, die sind halt, also hier stehen Werte drauf, je nachdem welche Zertifizierungsbehörde, ob jetzt UL oder IEC, aber auf jeden Fall relativ sicher können wir da 20 Ampere drüber schicken. Heißt in meinem Fall, wenn ich da im Maximalfall tatsächlich die 1300 Watt an einen 4 Ohm Subwoofer übertragen will, wäre ich bei 18 Ampere bei 72 Volt. Das heißt, das wäre noch gar kein Problem für diese Klemme, da halt 1300 Watt zu übertragen. Die können leistungstechnisch natürlich auch deutlich mehr. Die sind halt bis 300 bzw. 450 Volt ausgelegt. Das heißt, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Das passt soweit wirklich alles. Subwoofer, ja, was für ein Kabel kommt da rein? Das ist immer die Frage. Das Tolle an diesen Klemmen ist, dass die halt sehr, sehr flexibel sind. Das heißt, wir können da von 0,2 bis 4 mm Quadrat alles reintun, was wir wollen. Das heißt, wir haben da halt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, da die Kabels reinzutun, die wir wirklich brauchen. Und die halten auch wirklich. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass wir so eine riesige Lüsterklemme haben, wo wir versuchen, irgendwie ein kleines Mikrodrähtchen reinzutun, für ein Remote-Kabel zum Beispiel, sondern das hält. Ja, und dann gibt es von Vago selber gibt es so einen Creator-Suit, wo es schon einige Modelle zum Runterladen gibt. Und ich habe halt die Modelle noch mal ein bisschen angepasst und habe jetzt quasi das hier gebastelt. Link zu dem Teil werde ich noch mal, gibt es in der Artikel, gibt es in der Videobeschreibung, ganz normal auf Thingiverse. Und was ist das? Das ist halt eigentlich, ja, an der Stelle sieht man hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 von diesen Vago 211-2411 Klemmen nebeneinander. Warum habe ich das gemacht? Und hier gibt es auch noch Bohrlöcher. Das heißt, ich kann das hier in der Nähe von meiner Endstufe verschrauben. Ja, und das Praktische ist jetzt, wenn ich jetzt einfach mal hier als Beispiel wieder meinen Breitbänder habe und hier jetzt quasi
das aufmache, kann ich hier problemlos meine Adern reintun, zumachen und die halten bombenfest, wenn sie richtig drin sind. So, halten bombenfest an der Stelle, ich habe gar keine Probleme und kann jetzt hier die entsprechenden Kabel für meine Endstufe reintun. Also auch an der Stelle kann ich jetzt hier von meinen Kanälen, das heißt hier habe ich halt zum Beispiel Kanal 1 und das Tolle ist auch, dass die Vagos, die kommen auch mit feinen Drähten klar. Das heißt, ich brauche eigentlich nicht unbedingt irgendwie Ader-Endhülsen oder sowas. Das heißt, ich kann hier einfach aufmachen, meine Kabels wieder reinschieben. Ich stelle mich heute ein bisschen unintelligent an. So. Fertig. Fertig ist die Verbindung. Das heißt, an der Stelle habe ich jetzt ja quasi den Kabel... Baum, den ich von der Endstufe habe, einfach mit so einem Mehrfachadapter jetzt auf einen Lautsprecher. So, und wir sehen, zwei Dinger ist ein Lautsprecher. Klar, wir brauchen mal Plus und Minus. Das heißt, wir haben hier zwei Lautsprecher, vier Lautsprecher, sechs Lautsprecher. Warum sechs Lautsprecher? Ein Frontsystem hat entweder, also ein Zweiwege-Frontsystem hat vier Lautsprecher und ein Dreiwege-Frontsystem hat sechs Lautsprecher. Und da, wo jetzt diese Endstufe geplant ist, wird es sechs Lautsprecher geben im Frontsystem. Deswegen, das hier ist mein Verteilungsblock für das Frontsystem. Und hier habe ich halt tatsächlich den Anschluss für vorne, also Hochton links, Hochton rechts, Mittelton links, Mittelton rechts und Tiefton links, Tiefton rechts. Und da kann ich entsprechend die Kabel hier da drauflegen, so wie gebraucht ist. Und kann dann problemlos hier meine Lautsprecherausgänge alle drauf tun, die eigentlich schon im Auto liegen. Das heißt, ich habe halt im Kofferraum schon die ganzen Kabel liegen. Die sind auch schon aktuell in einer Endstufe drin. Aber jetzt halt zum Beispiel hier in dieser Endstufe, da habe ich halt nur diesen Stecker. Das heißt, da kann ich jetzt nicht einfach Kabel reintun. Und das ist jetzt hier halt mein Vorteil. Ich gehe hier mit meinem Kabel rein, das Ding wird da drauf adaptiert und fertig. Und falls ich, was schon mal passiert, halt irgendwie einen Lautsprecher falsch rum angeschlossen habe, ich habe einen Lautsprecher verpolt angeschlossen oder ich habe mich vertan mit links und rechts, kann ich hier einfach wieder meine Klemmen aufmachen. Ich kann den Lautsprecher rausholen, woanders hin tun und fertig. Also das ist wirklich ganz, ganz cool. Und mit diesen Durchgangsklemmen von Vago, die halt wirklich, klar, die sind teurer als jetzt eine Lüsterklemme, aber die halten auch auf jeden Fall besser als eine Lüsterklemme. Und man braucht sich halt keine Gedanken darüber machen, wie man jetzt halt irgendwie was befestigt. Ich habe dieses Modell quasi für ein Dreiwege-Frontsystem. Ich habe auch nochmal ein Modell für einen Subwoofer, das heißt, wo wirklich nur zwei von diesen Dingern da sind, habe ich soweit fertig gemacht. Link gibt es in der Videobeschreibung. Und das war es auch schon wieder. Ein weiteres cooles Zubehör. Also die Vago sind ein geiles Zubehör und der 3D-Druck ist hier halt eigentlich auch ganz cool, weil damit kriegt man die Vagos ordentlich befestigt, halt einfach auf die Platte schrauben oder sonst irgendwie was. Und man hat halt eine stabile Verschaltungsmöglichkeit für seine Kabel, die im Auto liegen. Für mich super praktisch und ja, das wird jetzt die Tage eingebaut. Und dann gucken wir weiter. Wahrscheinlich werdet ihr es noch in ein oder zwei Videos sehen. Wenn euch so ein Spaß interessiert, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, wie euch es gefallen hat, ob ihr noch irgendwie mehr so Spaß braucht, ob ihr auch eine Version für ein Zwei-Wege-Frontsystem braucht. Alles möglich und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Tschüssi.